Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Coffee Lecture. Mein Name ist Werner Dees und ich möchte Ihnen heute ORCID, die ID für Forschende, vorstellen und Ihnen zeigen, wie Sie von der ORCID profitieren können. Zunächst mal, wofür steht das Akronym ORCID? ORCID steht für Open Researcher and Contributor ID. Und auch wenn die ID sozusagen schon in der Abkürzung drinsteckt, wird auch trotzdem meistens eigentlich von der ORCID-ID gesprochen, doppelt sozusagen. Und diese ORCID-ID, das ist eine eindeutige, dauerhafte und international anerkannte digitale Kennung für wissenschaftlich arbeitende Personen. Und eindeutig bedeutet, dass eben jeder Person nur genau eine einzige ID in ORCID zugeordnet wird. Und dauerhaft meint, dass sie eben langfristig verfügbar ist und immer gleich bleibt, sich nicht ändert. Man spricht in dem Zusammenhang auch von einem sogenannten persistenten Identifier. Der bekannteste persistente Identifier ist vermutlich die DOI, Digital Object Identifier, für Publikationen. Und die ORCID ist eben auch so ein persistenter Identifier eben für Personen. Und wie so eine ORCID dann ausschaut konkret, können Sie hier in einem Beispiel sehen. Also das ist jetzt hier der komplette Link sozusagen und hier hinten, ab hier, das ist dann die ID. Das ist eben im Prinzip eine 16-stellige Kennung, die eben ja, aus Ziffern besteht. Und vergeben und verwaltet werden diese ORCID-IDs durch ORCID Inc. Das ist eine 2010 gegründete, unabhängige und mitgliederfinanzierte Non-Profit-Organisation. Und Mitglieder dieser Organisation sind aktuell etwa 1200 Einrichtungen weltweit. Es können einzelne Einrichtungen sein wie Universitäten, Verlage, Fachgesellschaften oder auch ganze Konsortien wie das ORCID Deutschland Konsortium, an dem wiederum wir, die JLU, auch Mitglied sind. Und ORCID Inc. vergibt seit 2012 diese ORCID-IDs und hat inzwischen etwa weltweit 13 Millionen ORCID-IDs vergeben. In Deutschland haben etwa 300.000 Forschende eine ORCID momentan. Wozu braucht es sowas wie eine ORCID eigentlich überhaupt? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler publizieren ja zum einen, um neue Erkenntnisse zu veröffentlichen, aber auch um damit Reputation zu erlangen. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass Ihnen Ihre eigenen Publikationen auch richtig zugeordnet werden. Und diese Zuordnung kann aber manchmal schwierig sein, zum Beispiel wenn man einen sehr häufigen Namen hat, wenn sich der Name mal ändert, wenn es unterschiedliche Schreibweisen des eigenen Namens gibt oder wenn man in einem Fachgebiet arbeitet, in dem es üblich ist, die Vornamen abzukürzen, wodurch es noch mehr Namensgleichheiten sozusagen gibt. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel für einen in Deutschland sehr weit verbreiteten Namen. Zeige ich Ihnen hier mal kurz einen Screenshot aus dem ORCID-Index. Und ich habe hier mal Peter Schmidt ausgewählt. Das ist zum einen zum Beispiel ein emeritierter Professor für Politikwissenschaft hier an der JLU. Aber es gibt noch viele andere Personen diesen Namens, die wissenschaftlich tätig sind. Und das sind jetzt hier nur die ersten sechs Personen diesen Namens aus dem ORCID-Index. Es kommen aber noch 18 weitere, wenn man sich das Ganze anschauen würde. Und der Peter Schmidt, der jetzt zum Beispiel hier an der JLU tätig war, das wäre hier der fünfte. Und er hat sich auch schon eigene ORCID geholt. Er ist also jetzt sozusagen unterscheidbar von all den anderen Personen gleichen Namens und damit eindeutig identifizierbar. Außer denen, die jetzt aber schon eine ORCID haben, gibt es hier noch eine ganze Reihe weiterer Personen, die namens, die in der Wissenschaft tätig sind und die dann eben nicht so leicht unterschieden werden können von anderen namensgleichen Personen. Nochmal ein weiteres Beispiel hier für eine Namensänderung wäre hier zum Beispiel zu sehen. Hier unten die zweite Sarah Miller. Die hieß vorher Sarah Motrin und hat den Namen also geändert. Ihre ID, ihre ORCID bleibt aber immer gleich. Und all ihre Publikationen, egal ob sie die jetzt unter dem Namen Sarah Motrim oder Sarah Miller verfasst hat, wenn sie dort die ORCID angegeben hat, dann können die auch gefunden werden darunter. Noch dazu ist ihr neuer Name ziemlich weit verbreitet und es kann auch dadurch eben
eindeutiger unterschieden werden von den zahlreichen anderen Ceremonies. Das ist also der Hintergrund. Wie bekommen Sie jetzt eine eigene ORCID-ID? Dazu gehen Sie einfach auf die Seite ORCID.org/register. Und dort wird Ihnen dann so eine Registrierungsmaske angezeigt. Und in der müssen Sie eigentlich nur Ihren Namen und E-Mail-Adresse angeben. Dann im nächsten Schritt noch ein Passwort auswählen und dann haben Sie innerhalb von einer halben Minute, Minute schon Ihre eigene ORCID-ID. Und mit dieser ORCID-ID können Sie dann schon zum Beispiel, die können Sie bei Verlagen, bei Forschungsförderern und so weiter dann auch direkt angeben. Allerdings haben Sie dann nicht nur die ID, sondern darüber hinaus verweist diese ID auch noch auf ein persönliches Profil, auf den sogenannten ORCID-Record. Und das ist ein Profil, auf dem Sie Ihre Tätigkeiten und Leistungen darstellen können, wenn Sie das möchten. Und in diesem ORCID-Record können Sie zum Beispiel Informationen über sich angeben zu Ihren bisherigen Tätigkeiten, zu Ihrer Ausbildung, zu eingeworbenen Drittmitteln, zu Begutachtungstätigkeiten, Mitgliedschaft in Fachgesellschaften, zu Ihren Werken, also den veröffentlichten Artikeln, Büchern und so weiter. Und Sie können in diesem Profil auch weitere Namensvarianten angeben, weitere IDs. Es gibt ja auch noch andere Personen-IDs, wie die Scopus-ID, Researcher-ID oder die GND-Nummer. Und Sie können dort auch Schlagwörter, die Ihre Forschungsschwerpunkte beschreiben, angeben oder andere Webseiten, persönliche Webseiten, die Sie noch haben, Social-Media-Accounts und so weiter. Ich zeige Ihnen hier mal ein Beispielprofil, wie das dann ausschauen kann. Sie können also hier in dem Bereich Informationen zu verschiedenen Tätigkeiten angeben. Das ist dann untergliedert in sogenannte Sektionen. Wenn man es hier aufklappen würde, an der Stelle, dann würde man die einzelnen Tätigkeiten angezeigt bekommen oder hier die einzelnen Arbeiten. Dann hat man hier oben die Namensvarianten, verschiedene Schreibweisen des Namens. Dann hier weitere IDs der Person, in dem Fall eine GND-Nummer. Dann hier unten Schlagwörter, die das Forschungsprofil, die Forschungsschwerpunkte beschreiben. Und hier weitere Webseiten, Social Media Accounts, in dem Fall zum Beispiel LinkedIn oder Twitter. Letztlich entscheiden aber Sie, welche Informationen Sie hier angeben wollen. Das ist die Entscheidung des Forschenden selbst und welche davon für wen sichtbar sein sollen. Damit komme ich zur nächsten Folie, die sich mit dem Thema ORCID und Datenschutz befasst. Es ist nämlich so, dass Sie einstellen können, granular für jede einzelne Veröffentlichung oder andere Tätigkeit, für wen diese sichtbar sein sollen. Und zwar werden da drei Stufen unterschieden. Zum einen sichtbar für alle, nennt sich Everyone die Stufe. Das wäre eben dieses Zeichen hier. Dann sichtbar für sogenannte Trusted Parties, also vertrauenswürdige Einrichtungen. Das sage ich später nochmal ein bisschen was dazu. Das wäre dann dieses Schlüsselsymbol. Oder sichtbar nur für Sie selbst. Das wäre dann dieses Schlosssymbol. Und das können Sie eben für jede einzelne Veröffentlichung oder andere Angabe für Ihre E-Mail-Adresse und so weiter individuell entscheiden, wer das sehen soll. Generell gilt, dass für ORCID die vollständige Kontrolle und Hoheit über die Daten sehr wichtig ist und dass die immer bei den Forschenden verbleibt. Es ist auch so, dass da ORCID eben eine Non-Profit-Organisation ist, haben Sie auch keine Absichten, damit mit den Informationen und Daten, die Sie da eintragen, Profite zu machen. Und damit schon dazu nochmal im Prinzip zusammenzufassen, wie Sie von der ORCID selbst profitieren können. Zuallererst ermöglicht eben die ORCID, wie dargestellt, ist Ihnen, dass Ihre eigenen Publikationen zuverlässig mit Ihrem eigenen Namen verknüpft werden können, auch wenn sich Ihr Name mal ändert oder sich die Schreibweise Ihres Namens ändert. Darüber hinaus können Sie aber eben den ORCID-Record auch dafür nutzen, die eigenen Forschungsleistungen umfänglich darzustellen. Sie haben eben gesehen, also nicht nur die Werke, auch Ihre Peer-Review-Tätigkeiten, Mitgliedschaften und so weiter. Können also, wenn Sie möchten,
den ORCID Record auch als eine Art digitale Visitenkarte nutzen und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen das auch schon so und verlinken zum Beispiel von ihrer Homepage zu ihrem ORCID Record oder aus ihrer E-Mail-Signatur zu diesem ORCID Record. Und dann ist es auch so, dass ORCID bei der Pflege und bei dem Befüllen dieses ORCID-Profils einen auch unterstützt und da die Arbeit erleichtert. Zwar verschiedene Wege. Zwar indem sie in dem ORCID verschiedene Import- und Aktualisierungsmöglichkeiten eben standardmäßig anbietet. Also Sie können, wenn Sie jetzt neue Arbeiten hinzufügen möchten, dann könnten Sie das sozusagen einzeln machen, jede Publikation einzeln über ein DOI oder so, aber das wäre relativ aufwendig, gerade wenn Sie viele Publikationen haben. Der einfachste und schnellste Weg ist eigentlich dieser sogenannte Search and Link Wizard, den ORCID anbietet. Wenn Sie darauf klicken, dann bekommen Sie eine Liste mit verschiedenen Datenbanken, Katalogen oder Suchmaschinen. Da können Sie einzeln auswählen und die dann autorisieren, Daten aus der Datenbank in Ihren ORCID-Profil zu importieren. Ich zeige Ihnen hier mal ein paar Beispiele, in welche Datenbanken oder Kataloge Sie hier zum Beispiel handeln kann. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus meinem eigenen Account. Das sind diese Datenbanken, die ich jetzt schon autorisiert habe. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer, wie zum Beispiel PubMed Central und so weiter, die jetzt aber für mich jetzt nicht relevant sind. Und wenn Sie die autorisieren, dann können Sie sozusagen mit wenigen Klicks alle Ihre Publikationen, die zum Beispiel im Base indexiert sind, in Ihr eigenes ORCID-Profil übernehmen. Und das Schöne ist, dass Sie jetzt nicht nur diese Importmöglichkeit haben, sondern dass Sie auch das so einstellen können, dass Ihre Daten dann zukünftig automatisch aktualisiert werden. Also angenommen, ich würde jetzt einen neuen Artikel publizieren, bei dem ich meine ORCID mit angebe und die Zeitschrift oder der Verlag würde diesen Artikel zum Beispiel bei Crossref registrieren, um da eine DOI zu vergeben für diesen Artikel und würde in dem Zuge die Metadaten des Artikels inklusive meiner ORCID an Crossref abliefern. Dann würde Crossref diesen Artikel oder die Metadaten dieses Artikels zukünftig automatisch in mein ORCID-Profil einspielen, ohne dass ich noch irgendwas machen müsste. Und das kommt daher, dass ich durch diese Autorisierung, das sieht man dann hier, Crossref die Rechte eingeräumt habe, mein Profil zu aktualisieren. Das nennt sich hier Add Update Your Research Activities. Und ein anderes Recht, was ich jetzt hier Crossref eingeräumt habe, ist Read Your Information with Visibility Set to Trusted Parties. Das ist, was ich vorhin gezeigt hatte. Wenn ich also dieses Schlüsselsymbol auswähle, dann können eben nur diese hier ausgewählten Trusted Organizations diese Daten sehen. Aber jederzeit auch wieder zum Beispiel eine Datenbank oder eine Organisation entfernen, die für mich jetzt nicht mehr relevant ist oder aus anderen Gründen, indem ich hier hinten auf das Papierkorb-Symbol gehe und dann würde dieser Eintrag wieder entfernt werden und die hätten nicht mehr diese Rechte, ihre Daten zu aktualisieren zum Beispiel. Gut, welche Vorteile bietet ORCID noch? Idealerweise ist es so, dass man dann die Daten eben nur noch an einer Stelle pflegen muss, nämlich eben im ORCID Record und von dort aus dann die Daten zum Beispiel in andere Systeme wie in Forschungsinformationssysteme exportiert oder einfach nur noch auf dieses ORCID-Profil verlinkt. Dann ist ORCID eben Plattform- und Anbieter unabhängig, jetzt eben zum Beispiel im Unterschied zur Scopus-ID oder Researcher-ID, die gekoppelt sind an bestimmte Plattformen und Anbieter. Es ist so, dass ORCID eben auf den verschiedensten Plattformen genutzt und eingesetzt werden kann. Dann ist eben ORCID-Kontrolle, wie gesagt, sehr wichtig. Das heißt, letztlich bestimmen immer die Forschenden selbst darüber, welche Inhalte in ihrem Profil hinterlegt sind und für wen die sichtbar sind. Und es ist so, dass immer mehr Verlage eben diese ORCID-IDs auch in ihre Manuskripteinreichungssysteme integrieren. Manche verlangen sie sogar schon verbindlich, ORCID anzugeben, also spätestens dann, wenn Sie in so einer Zeitschrift einreichen möchten, müssen Sie sich eine ORCID zulegen. Aber da sich eben ORCID immer weiter verbreitet und inzwischen so eine Art de facto Standard ist, ist es eben immer verbreiteter auch bei immer mehr Verlagen, dass Sie so eine ORCID auf jeden Fall zumindest angeben können, teilweise auch sogar schon angeben müssen. Und schließlich, aus meiner Sicht auch noch eine ganz praktische Verwendungsmöglichkeit, viele Plattformen bieten es inzwischen auch an, ORCID als Login zu verwenden. Eine wäre zum Beispiel Zenodo.
vielleicht kennt, ist eine Plattform, um Forschungsdaten zu publizieren oder andere Outputs. Und dort sehen Sie hier unten, dass Sie sich zum Beispiel mit Ihrer ORCID-ID einloggen können, in dem Fall auch mit GitHub, aber eben auch mit der ORCID-ID. Und dann in dem Fall zum Beispiel keinen neuen extra Account mehr anlegen müssten. Genau, und das bieten auch immer mehr Plattformen an. Soweit meine kurze Vorstellung der ORCID und was sie Ihnen bringen kann. Antworte ich Ihnen gerne auf jeden Fall noch Fragen jetzt direkt hier oder auch gerne später. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie jederzeit an meine E-Mail-Adresse schreiben.